Hallo ihr lieben Leseratten und herzlich willkommen zu diesem Themenvideo. Diesmal soll es um was anderes gehen. Ich habe jetzt nicht so das Geld, um zwischendurch jetzt diese Opening-Videos zu machen. Ich habe mir jetzt in letzter Zeit keine Figuren weitergekauft, weil ich das Geld lieber sparen wollte. Habe aber gemerkt, dass das letzte Themenvideo zum Thema, was ich so über mein Leben hinweg gerne für Sachen gehört habe, relativ gut ankam. Und deswegen hat mich das ein bisschen animiert, mehr Sachen in der Richtung zu machen. Deswegen denke ich, dass so diese Stopp-Videos, wenn ich gerade nicht so viel lesen kann, dass da immer mal ein Themenvideo dazwischen geschoben wird. Je nachdem, ob mir was einfällt oder nicht, könnt natürlich auch selber Themen vorschlagen. Früher habe ich das schon mal gesagt, aber als ich mehrere Themenvideos gemacht hatte damals, waren wir ungefähr halb so viele. Und da kamen, glaube ich, nicht so viele Themen rein, nicht so viele Vorschläge von anderen Leuten, dass ich jetzt gesagt hätte, das Format behalte ich bei. Ich hatte dann auch gar nicht, also ich hatte auch selber keine Ideen weitere Themenvideos zu machen, und deswegen hatte sich das dann so ein bisschen im Sande verlaufen. Aber ich denke, dass ich das Format jetzt wieder ein bisschen rauskramen werde, um, wie gesagt, ab und zu mal so die Wochen aufzufüllen, wenn ich vielleicht mal kein Video geschafft habe zu drehen oder nicht genug gelesen habe. Was? Also ich habe festgestellt, dass ich zum Beispiel nicht mehr lese als vorher, obwohl ich seit einigen Monaten jetzt zu Hause bin, weil wir nicht aufgemacht haben. Aber ich habe trotzdem nicht mehr gelesen. Ich schaffe es zwar mittlerweile tatsächlich regelmäßig, Buchvorstellungen hochzuladen, was mir vorher manchmal nicht gelungen ist, aber jetzt hat es immer ganz gut geklappt, dass ich fast jede Woche ein Video hochladen konnte. Ich lese aber trotzdem nicht mehr als vorher. Und deswegen kann es auch immer mal passieren, gerade wenn ich dann, ich habe jetzt so ein bisschen die längeren Bücher nach hinten verfrachtet, aber irgendwann kommen die auch mal dran. Und dann kann es natürlich sein, dass ich vielleicht das nicht schaffe, dann einmal die Woche. Und dann machen wir vielleicht mal so ein Video mit Quatschen und einfach nur beisammen sein, existieren. Und das war's. Ja, aber diesmal wollte ich euch was erzählen darüber, wie das bei mir damals so war, als ich aufgehört habe mit Rauchen. Mir ist aufgefallen, dass ich da noch nicht drüber geredet habe auf dem Kanal, weil es war einfach, hat sich nicht ergeben. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele Leute überhaupt noch wissen, dass ich rauche. Ich glaube, ich habe es auch nicht oft in Videos erwähnt, ganz ehrlich. Ich glaube nicht. Gut, also hören wir mal ein bisschen aus. Erzähl mal einen Schlag aus meiner Jugend. Ja, also in der Jugendzeit, ne, ich glaube, heutzutage ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber damals war das so, ne, der Gruppenzwang. Man probiert halt mal irgendwie eine Zigarette. Ich weiß gar nicht so richtig, wie alt ich da war, bin ich ganz ehrlich. Also es gab. Ich glaube, es gab wenige Menschen zu meiner Schulzeit, die nicht mal probiert haben. So. Und deswegen habe ich damals auch mal geraucht, aber nie auf Lunge. Und auch nur ganz wenig. Weil ich weiß nicht, ob man von Backe rauchen überhaupt abhängig werden kann. Bin ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe damals, weiß ich nicht, eine Schachtel pro Woche geraucht oder so. Also es war schon relativ wenig. Vielleicht auch alle 2 Wochen, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich hatte immer Angst davor, auf Lunge zu rauchen, was im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich auch gut war. Und ja, ich weiß nicht, ob es interessant ist. Ich habe damals Mentholzigaretten geraucht. Ich weiß ja gar nicht, ob die irgendwie besser oder schlimmer sind als andere. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt nicht informiert. Genau, so. Und dann habe ich irgendwann damit aufgehört, weil dann war die Schulzeit vorbei und da habe ich dann halt irgendwie aufgehört, weil ich war nicht abhängig. Und deswegen war das dann völlig egal. Das war aber gar nicht die Zeit, über die ich jetzt reden möchte, weil, wie gesagt, das war jetzt nur mal Vorgeplänkel. So, und dann irgendwann, da weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ob das in meinem ersten Ausbildungsjahr war oder schon vorher, weil ich habe, bevor ich meine Chorausbildung angefangen habe, schon ungefähr ein Jahr lang in der Gaststätte gearbeitet, wo ich bis heute auch immer noch arbeite. Damals habe ich aber mehr gekellnert und dann erst später ab und zu in der Küche ausgeholfen
Und dann bin ich so ein bisschen Springer gewesen. Je nachdem, wo ich gebraucht wurde, habe ich dann mitgemacht. Und es kann sein, dass ich zu der Zeit schon angefangen habe. Das geht so ein bisschen ineinander über. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich da dann wieder angefangen mit Rauchen. Ich war zu der Zeit etwas selbstzerstörerisch veranlagt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich habe mit dem festen Ziel, das klingt echt blöd, wenn man so sagt, war aber so, mit dem festen Ziel angefangen zu rauchen, abhängig zu werden. Und ich weiß nicht so richtig, warum eigentlich, aber ich wollte das in dem Moment. Ich wollte ein Raucher werden. Ich habe mich immer damit rausgeredet, dass ich gesagt habe, ich wollte auf Arbeit Raucherpausen haben, aber ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist. Ich glaube, es war einfach mein mentaler Zustand in diesem Teil meines Lebens. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich bin mir echt nicht sicher. Auf jeden Fall war ich da nicht ganz knusprig zu der Zeit. Und habe dann angefangen wieder zu rauchen. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr so richtig. Ich glaube, ich habe auch wieder mit Mentholzigaretten angefangen. Damals, weil ich kannte das noch so. Ich bin mir ziemlich sicher. Und am Anfang hatte ich auch Angst davor, natürlich auf Lunge zu rauchen. Es hat sich dann aber irgendwie eingepegelt. Also wenn man dann so ab und zu mal, vorher immer auf Backe und dann ab und zu mal auf Lunge, dann konnte sich die Lunge da ganz toll einpegeln. Also wunderbar. So ein Schwachsinn eigentlich, wenn man drüber nachdenkt im Nachhinein. Aber damals war es halt so. So. Und dann habe ich später habe ich dann aufgehört, Menthol zu rauchen, habe dann Light geraucht. Ich glaube ja. Also das Letzte, was ich auf jeden Fall an richtigen Zigaretten geraucht habe, waren Chesterfield. Und zwar die blauen. Und ich glaube, die blauen sind weniger stark. Also es stand nicht Light drauf, aber ich glaube, die waren weniger stark. Ist auch egal. So, als ich das erste Mal damals aufgehört habe zu rauchen, das war noch in meiner Ausbildung. Da, ja, habe ich das so gemacht, einfach Knall auf Fall aufgehört. Ich war damals mit jemandem zusammen, und er wollte auch aufhören, aber nur so halbherzig. Und im Endeffekt haben wir uns dann wohl irgendwie gegenseitig wieder hochgeschaukelt. Also einer hat dann gesagt, jetzt eine rauchen, das wär's. Und dann haben wir wieder Zigaretten geholt und dann hat sich das erledigt gehabt. Also das war eher so ein halbherziger Versuch, wobei ich aber tatsächlich den Drang verspürt habe, aufzuhören mit Rauchen. Nur, ich würde fast sagen, es war wieder dieser Gruppenzwang, ne? Wenn man den einen gesehen hat, wie er raucht, dann hat man irgendwie auch wieder Lust gekriegt. Ich weiß auch nicht so richtig. Hat auf jeden Fall leider nicht funktioniert. Ich weiß, es gibt dann auch so viele andere verschiedene Möglichkeiten. Zwischendurch habe ich dann irgendwann noch mal versucht aufzuhören, indem ich langsam runtergegangen bin, versucht habe, weniger zu rauchen, und dann immer weniger halt, damit das Nikotinlevel im Körper sich irgendwie dann runterreguliert. Hat aber nicht funktioniert, weil immer wenn ich irgendwie dann Depressionen oder schlechte Laune oder irgendwas schiefgegangen ist in meinem Leben, habe ich automatisch wieder mehr geraucht und deswegen hat es nicht geklappt. So. So, dann überlege ich gerade, mein damaliger Ex-Freund, da habe ich aber noch normal geraucht, nicht der Ex-Freund, sondern der nächste danach, der hat einfach so aufgehört. Ich weiß nicht so, ich habe ihn nicht danach gefragt, wie er das eigentlich gemacht hat. Ich glaube, er war erkältet und hat dann einfach aufgehört und hat dann noch nicht wieder angefangen. Ich weiß aber nicht, ich weiß nicht, ob das bei allen Menschen so klappt. Es ist auf jeden Fall, ist es immer, auf jeden Fall bin ich ziemlich sicher. Eine gute Voraussetzung, wenn man wirklich aufhören möchte. Weil es gibt auch Leute, habe ich gemerkt, die sagen, sie sind leidenschaftliche Raucher und sie wollen überhaupt nicht aufhören, dann klappt es auch nicht. Ganz einfach. Es muss schon irgendwie zumindest der Drang da sein, aufzuhören. Ansonsten funktioniert das auf gar keinen Fall. So, ja, es gibt wie gesagt verschiedene Möglichkeiten, wie man aufhören kann. Es gibt ja diese Nikotinpflaster, die dann den Körper mit Nikotin versorgen, was dann so als Zwischenlösung gedacht ist, um dann aufzuhören. Habe ich ehrlich gesagt nie ausprobiert. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Es gibt Nikotin-Kaugummis, auch die habe ich nicht ausprobiert. Ich finde den Gedanken daran schon relativ ekelhaft. Ich weiß jetzt nicht, wie sie schmecken, aber wenn ich so den Namen Nikotin-Kaugummi höre, dann zieht sich bei mir alles zusammen, bin ich ganz ehrlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es besonders lecker ist. So, ich weiß gar nicht, ich hatte mal irgendwas gelesen, es gibt doch irgendein Mittel, ich weiß nicht, was das ist. Es ist mir gerade nur in den Sinn gekommen. Ich glaube, es gab auch mal was,
Aber ich weiß jetzt nicht, was es ist. War es irgendwas zum Einnehmen oder ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gab auch mal irgendwas, was dazu geführt hat, dass einem Zigaretten richtig ekelhaft schmecken. Und auf die Art und Weise sollte man auch irgendwie aufhören können. Aber da habe ich jetzt nichts Handfestes dazu, bin ich ganz ehrlich. Weil das kam jetzt nur ganz kurz in meinen Kopf, aber ich kann das jetzt nicht untermauern irgendwie. Dann hatte ich mal gelesen und ich hatte das auch tatsächlich für mich in Betracht gezogen damals. Hypnosetherapie, das soll wohl auch ganz gut funktionieren. Ich hatte auch hier bei mir in meiner Heimatstadt irgendjemanden gesehen, der das angeboten hat, aber irgendwie bin ich nicht hingegangen. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich nicht hingegangen bin, weil ich so ein Bauchgefühl hatte, dass es nicht funktioniert oder ob es sich einfach nicht ergeben hat oder ob das mir nicht seriös genug aussah. Das kann ich euch gar nicht so genau sagen. Den gab es auch nicht allzu lange. Also vielleicht bin ich auch deswegen nicht hingegangen, weil es den dann gar nicht mehr gab. Ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es gut funktioniert. Auf jeden Fall mit jemandem, dem man vertraut. Ich habe bis jetzt, also in letzter Zeit, also im letzten Jahr und dieses Jahr, sehr positive Erfahrungen gemacht mit Therapien in so einer Art, mit Menschen, die man sehr sympathisch findet, zu denen man direkten Zugang hat. Und das hat mir sehr gut geholfen. Mit meinen Angststörungen, über die ich schon mal geredet habe, damit besser klarzukommen oder sie komplett verschwinden zu lassen. Ganz sicher bin ich mir da noch nicht, aber es ist auf jeden Fall wesentlich, wesentlich besser geworden und deswegen denke ich, dass solche Art von Therapie vielleicht auch beim Rauchen funktionieren könnte, aber ich habe es wie gesagt nicht gemacht. Stattdessen ging es dann mit diesem Ex-Freund, der einfach so aufgehört mit Rauchen, vorbei und ich hatte wieder Kontakt aufgenommen zu Menschen, mit denen ich länger keinen Kontakt mehr hatte. Und da war der Gnomi dabei, ein sehr guter Freund von mir. Und der Gnomi kam dann damals zu mir, hat mich versucht abzulenken von dieser Trennung. Oh, dieser Trennungsschmerz, er war damals sehr stark. Und ja, ich habe ziemlich viel Zeit mit Gnomi verbracht. Und Gnomi hatte eine E-Zigarette, auch genannt Dampfe. Das werde ich jetzt aber nicht benutzen, weil ich finde das Wort echt blöd. Und wir haben uns ab und zu getroffen und er hatte immer dieses Dampfding. Und ich fand es irgendwie merkwürdig, weil da kam so viel Dampf raus und das war sehr, sehr komisch, fand ich. Aber ich habe es auch irgendwann mal probiert. Ich habe sehr gehustet. Es ist sehr anders als normales Rauchen. Es ist aber man gewöhnt sich an alles. Auf jeden Fall, ja, waren da die Möglichkeiten sehr anders als natürlich bei Zigaretten, weil bei E-Zigaretten gibt es 100.000 verschiedene Geschmacksrichtungen, also Aromen. Und das hat mich sehr angezogen, bin ich ganz ehrlich. Das fand ich sehr, sehr interessant. Weil ich ja, ich bin so ein fruchtiger Mensch. Ich mag alles, was fruchtig ist. Bei allem Möglichen, bei Lotion, bei Haarspülung, bei Shampoo, ich mag fruchtige Parfüms, auf jeden Fall wesentlich lieber als blumige oder sportliche, mag ich lieber fruchtige Parfüms, alles in der Art. Also auch hier, ja, wie nennt man das Zeug hier, womit man aufwäscht, hier so dieses Spülmittel, immer fruchtig. Wenigstens Zitrone oder auch Apfel. Ich hatte ganz tolles Spülmittel mit Granatapfelduft. Es war so gut. Ich greife immer nach sowas, wenn es es gibt. Dann auf jeden Fall irgendwas mit Frucht. So. Und deswegen hat mich das sehr angezogen, ehrlich gesagt. Diese E-Zigarette mit diesen 100.000 Möglichkeiten, da Aromen reinzufüllen. Weswegen mir dann Gnomi irgendwann eine E-Zigarette mitgebracht hat. Ich kann sie euch leider nicht zeigen, weil ich habe das ganze Zeug dann irgendwann verschenkt. Auf jeden Fall, es war eine ganz normale E-Zigarette mit sehr wenig Tank. Sie war ungefähr so groß. Ja, ungefähr so wie dieser Füller. Kommt auch ungefähr hin. Sie war ein bisschen breiter, aber so ungefähr so lang. Und dann konnte man halt, ne, da dran ziehen. Und ich habe, ja, ich habe dann einfach für mich entschlossen, weil Gnomi mir auch gesagt hat, das gibt es auch komplett ohne Nikotin. Ich habe dann entschieden, dass das die Möglichkeit für mich sein wird, mit dem Rauchen aufzuhören. Und das habe ich dann auch gemacht. Von einem Tag auf den anderen
habe ich meine Zigaretten in den Schrank getan und habe nur noch die E-Zigarette benutzt. Das heißt, es war so der Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, Zigarette zu rauchen. Und es war 2017. So, ich habe dann angefangen mit dieser E-Zigarette und natürlich mit meinen ganzen fruchtigen Aromen. Aber da gibt es auch verschiedene Nikotingrade. Wie nennt man das? Weiß ich nicht. Also wie viel Nikotin in diesen Aromen drin ist, kann man sich quasi aussuchen auf diesen Seiten. Und ich habe schon relativ gering angefangen. Also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau die Zahlen. Ich glaube, es gibt 12 Milligramm Nikotin, 6 Milligramm Nikotin, 3 Milligramm Nikotin. Ich glaube, es gibt auch mehr, die habe ich aber gar nicht erst in Erwägung gezogen. Ich hatte dann, glaube ich, erstmal was mit 12, weil meine Light-Zigaretten hatten, glaube ich, 10 Milligramm. Und da dachte ich mir, ja, das ist ja dann perfekt. Aber die waren mir tatsächlich zu stark, deswegen bin ich direkt auf 6 Milligramm Nikotin runtergegangen. Und habe das dann auch eine ganze Weile beibehalten. So, und ich habe mich dann, also ich wusste, es dauert eine Weile. Es hat auch ungefähr ein Jahr gedauert. Aber ich denke, es war die richtige Lösung für mich, bin ich ganz ehrlich. Es hatte sich von Anfang an richtig angefühlt. Und ich bin ein Mensch, ich habe ein sehr starkes Bauchgefühl. Und was mich meistens dann auch auf die richtigen Wege führt, wenn ich es denn zulasse. Und es war direkt ein gutes Bauchgefühl, als ich diese Zigarette bekommen habe. Und deswegen, ja, bin ich dann eben langsam rangegangen. Ich wollte es nicht überstürzen und dann irgendwie doch wieder anfangen, Zigarette zu rauchen. Das wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Und deswegen bin ich dann tatsächlich langsam runtergegangen. Ich habe sehr lange mit diesen 6 Milligramm Dampfzeug, E-Zigaretten, Dampf geraucht. Und habe dann irgendwann angefangen, noch zusätzlich welche mit 3 Milligramm Nikotin zu kaufen und die dann zusammenzumischen. Also ich habe dann meistens zwei Geschmacksrichtungen zusammengenommen, eins mit den 3 Milligramm und eins mit den, also Hälfte, Hälfte, also 6 Milligramm und 3 Milligramm, sodass es dann so einen Zwischenwert ergeben hat. Zumindest denke ich das, ich bin mir nicht sicher. Weiß nicht, ob das so funktioniert, aber so habe ich es damals gemacht. Und das hat dann auch funktioniert. Es hieß eigentlich, je weniger Nikotin drin ist, weil Nikotin als Geschmacksträger irgendwie dient, umso schlechter schmeckt es sozusagen, dieser fruchtige Dampf. Oder es gibt ja auch andere. Egal. Aber das habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht so empfunden. Also ich kann es nicht bestätigen, dass es weniger gut geschmeckt hat, je weniger Nikotin drin war. Für mich hat alles gleich intensiv geschmeckt. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt nur an mir lag. So, und dann, genau, bin ich dann immer weiter runtergegangen, bis ich dann nur noch diese 3 Milligramm Nikotin hatte. Und dann habe ich natürlich angefangen, welche komplett ohne Nikotin dann mit einzufüllen. Und ja, dann habe ich ungefähr noch, ich weiß gar nicht, 1 oder 2 Monate lang komplett ohne Nikotin die E-Zigarette benutzt, bis ich dann irgendwann mich erkältet hatte. Ich hatte Husten und Husten mit E-Zigarette ist genauso unangenehm wie normale Zigarette mit Husten. Und deswegen habe ich dann zu dem Zeitpunkt die E-Zigarette, ich hatte sie, hab sie die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt in meiner Tasche. Und wenn ich zu Hause war, habe ich sie gar nicht ausgepackt. Und wenn ich auf Arbeit war, habe ich sie auch drin gelassen. Und hab mir dann, also am ersten Tag habe ich mir so gedacht, das ist ja blöd, jetzt hast du deine E-Zigarette oben in der Umkleidekabine vergessen. Da dachte ich mir, naja, egal. Kannst du ja heute Abend dann wieder benutzen. Und dann habe ich sie mit nach Hause genommen und habe unterwegs gar nicht dran gezogen und habe sie zu Hause dann in der Tasche gelassen und mir dann so gedacht, ja, irgendwie habe ich jetzt keine Lust aufzustehen. Und so ging das dann über ein paar Tage hinweg, bis ich gemerkt habe, so eigentlich habe ich jetzt gar nicht mehr den Drang danach, die E-Zigarette überhaupt rauszuholen. Und dann habe ich sie einfach leer gemacht, sauber gemacht und in den Schrank gepackt. Und das war's. Und damit hatte sich das Thema für mich komplett erledigt. Ich habe seitdem weder E-Zigarette angerührt, noch eine normale Zigarette. So. Und ja. Also ich habe das dann tatsächlich auch einfach so durchgezogen. Aber ich denke, es war gut, dass ich dieses Jahr hatte, was ich mir selber gegeben habe. Also dass ich mir Zeit gelassen habe damit. War, glaube ich, für mich persönlich der richtige Weg. Ich bin mir da ziemlich sicher. Weil mein Bauchgefühl immer noch kribbelt, wenn ich darüber rede. Einfach nur. Es war, glaube ich, genau mein Weg. Es hat mir genau in dem Moment Gnomi in mein Leben zurückgeholt, um mir zu zeigen, dass ich damit aufhören kann zu rauchen. Ich habe vorher wirklich sehr viel geraucht. Ungefähr
Eine normale Schachtel am Tag, beziehungsweise eine große Schachtel an 2 Tagen. Und das ist sehr teuer. Ich weiß nicht mehr, wie viel sie gekostet haben, bin ich ganz ehrlich. Weil das ist jetzt, also ich habe wie gesagt 2017 aufgehört mit Zigarette zu rauchen und 2018 E-Zigarette. So, deswegen weiß ich nicht mehr ganz genau, wie groß die, wie teuer die großen waren. Ich glaube, es waren 25 Euro, aber ich bin mir nicht sicher, bin ich mir ganz ehrlich. So, auf jeden Fall sehr teuer, wenn man es jetzt so auf den Monat hochrechnet. Mindestens 100 Euro, die ich, wenn nicht sogar mehr, nur in Zigaretten gesteckt habe. Es war wesentlich mehr, bin mir ziemlich sicher. Es waren bestimmt 200 Euro. Also ich habe wirklich sehr viel geraucht. Worauf ich auch nicht wirklich stolz bin, bin ich ganz ehrlich. Aber ich weiß auch nicht. Es hat sich einfach so. Ich weiß nicht. Das Witzige ist ja, dass Raucher der Meinung sind, ihnen geht es besser, wenn sie rauchen. Aber das hat nicht gestimmt. Also definitiv nicht. Wenn es mir schlecht ging, aus irgendwelchen Gründen, also wenn ich Depression hatte oder so, dann hat mir das Rauchen auch nicht geholfen. Es war eher ein trauriger Begleiter. Also Rauchen hilft da nicht wirklich. So, was wollte ich noch sagen? Ja, es gibt natürlich sehr viele positive Aspekte, um mit dem Rauchen aufzuhören. Erstens natürlich, man spart Geld. Unheimlich viel Geld. Ist natürlich besser für die Gesundheit, wenn man es nicht macht. Ich weiß auch nicht, ob E-Zigarette jetzt irgendwie gesünder ist als normale Zigarette. Ich weiß es nicht. Angeblich soll es ja gesünder sein, aber ich bin da zu wenig in der Materie drin, um das wirklich bestätigen zu können. Also weiß ich es nicht. Alles schmeckt besser. Das ist gleichzeitig positiv und negativ. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Die Klamotten riechen besser. Das ist auch ein sehr, sehr großer Aspekt. Man merkt es ja selber nicht. Aber es gab einige Menschen. Es gab eine Begebenheit, ich erzähle dir jetzt einfach, weil wir sind gerade so schön beim Quatschen. Es gab eine einzige Begebenheit, die hat sich bei mir eingebrannt. Ich weiß nicht so richtig warum. Ich war zur Jahresuntersuchung beim Frauenarzt und das Erste, was er mich gefragt hat, nachdem ich mich ausgezogen hatte und auf dem Stuhl saß, war: Wie sieht es denn mit dem Rauchen aus? Und ich denke mir so: Woher weiß der das? Natürlich hat es gerochen. Und das ist mir in dem Moment nicht bewusst geworden, aber er hat es natürlich dann gesagt, dass meine Klamotten nach Rauch riechen. Und das habe ich nie vergessen. Das hat sich mir irgendwie total in meinen Kopf eingebrannt. Und wenn ich jetzt irgendwo bin, wo Menschen leben, die rauchen, ich rieche es natürlich sofort und auch in den Klamotten. Ich rieche es an den Menschen, ich rieche es in den Zimmern, ich rieche es überall. Und also die Klamotten riechen besser. Da gibt es mit Sicherheit gibt's noch andere positive Faktoren. Ich weiß es nicht. Hat viel mehr Zeit, bin ich auch der Meinung, weil so ist man so durch den Tag gehetzt, quasi von einer Raucherpause zur nächsten. Also man hat ja nicht mal richtig Ruhe gehabt zwischendurch, weil immer wenn man Pause machen wollte, hat man jetzt zur Zigarette gegriffen. Und das hat jetzt auch nicht wirklich dazu beigetragen, dass die Raucherpausen jetzt, also dass die Pausen jetzt an Qualität gewonnen haben, meiner Meinung nach. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es noch mehr positive Sachen. Das sind jetzt die Sachen, die mir jetzt spontan so einfallen. Aber es gibt auch ein paar negative Aspekte, meiner Meinung nach. Wie gesagt, also das, was ich als positives Kriterium genannt habe, dass alles besser schmeckt, ist gleichzeitig auch ein negatives Kriterium. Denn Rauchen verbraucht einiges an Kalorien. So. Und das heißt, wenn man aufhört mit Rauchen, dann hat man auch diesen Kalorienverbrauch quasi nicht mehr. Und dazu kommt, wie gesagt, dass alles besser schmeckt. Das heißt, man isst automatisch mehr. Wenn man raucht, hat man auch weniger Hunger. Man hat weniger Appetit. Das ist auch so ein negativer Aspekt am Rauchen. Und plötzlich schmeckt alles besser. Also nicht plötzlich, aber mit der Zeit tut sich das dann alles wieder regenerieren quasi. Du fängst an, mehr zu essen, du fängst an, regelmäßiger zu essen. Und weil alles schmeckt eigentlich besser, ne, als vorher. Das ist halt, es ist gleichzeitig positiv und negativ. Denn ich habe, seit ich aufgehört habe mit Rauchen, vor diesen Jahren, ungefähr 10 Kilo zugenommen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ist so. Ich meine, es stört mich jetzt nicht allzu sehr. Aber mehr soll es jetzt auch nicht werden, meiner Meinung nach. Ja, also Rauchen verbraucht je nachdem, wie viel man raucht, zwischen 100 und 200 Kalorien am Tag.
Ich denke, dass ich schon ungefähr 200 Kalorien am Tag verbraucht habe, weil ich, wie gesagt, sehr viel geraucht habe. Und dann auch noch weniger gegessen habe. Ah, ja, also es spielt dann alles so mit rein. Also ich habe wahrscheinlich sehr, sehr viele Kalorien am Tag durch das Rauchen gespart, die jetzt einfach wegfallen. So. Und jetzt kommt auch noch der Lockdown dazu. Da bin ich sowieso weniger auf dem Bein als vorher. Weil ich bin ja sonst immer 8 Stunden hin und her gerannt auf Arbeit. Das fällt jetzt einigermaßen weg, zumindest nicht mehr 8 Stunden, wo ich rumrenne, sondern ich gehe sehr viel spazieren, aber das sind nie im Leben 8 Stunden am Tag. Ne? Also das war der negative Aspekt. Und was wollte ich noch sagen? Ach ja, was auf jeden Fall meiner Meinung nach noch ein negativer Aspekt ist, der Drang zu rauchen geht wahrscheinlich für den Rest meines Lebens nicht weg. Das äußert sich nicht jeden Tag. Es ist eher so ein bisschen subtiler. Es kommt aber ganz drauf an. Also zum Beispiel, na, wenn ich sehr viele negative Gefühle an einem Tag in mir spüre, kann es schon mal sein, dass ich mir denke, ich würde es am liebsten irgendwo hingehen und eine Schachtel Kippen holen. Ja. Oder wenn ich einen Film sehe, ich habe ja sehr viele Filme, auch darüber können wir gerne mal irgendwie ein Themenvideo machen, falls irgendjemand interessiert. Weiß ich jetzt nicht so genau, müsste man mir mal mitteilen. Ich habe einige Filme da, die ich auch sehr gerne sehe, wo aber wirklich viel geraucht wird. Und da merke ich dann, dass ich gerne mitrauchen würde in dem Moment. Ich mache es natürlich nicht, aber der Drang ist in dem Moment da. So, es ist immer mal nur so ein Moment oder ein paar Minuten lang und dann geht es auch wieder weg. Aber es ist sehr unangenehm, bin ich ganz ehrlich. Dieses, ich könnte jetzt eine rauchen. Und was auch noch dazu kommt, sind Träume. Also ich bin jemand, der sehr oft und sehr lebhaft träumt. Und ich träume bis heute, obwohl ich jetzt seit, wie gesagt, 2017, jetzt haben wir 2021, so 4 Jahren, keine einzige Zigarette mehr geraucht habe, träume ich bestimmt ein, zwei Mal im Monat, dass ich wieder anfange. Und dann habe ich auch im Traum ein schlechtes Gewissen. Ich denke mir dann, jetzt hast du doch wieder angefangen. Man, du hast so lange aufgehört und jetzt auf einmal hast du wieder diese Schachtel Kippen mehr in der Hand und ich träume auch wirklich, dass ich die Zigarette rauche. Also ich spüre das quasi dann auch in meinen Lungen. Es ist, als ob das Wirklichkeit wäre. Wie gesagt, ich träume sehr intensiv. Was manchmal gut ist und manchmal negativ. Das kommt immer ganz drauf an. Aber als Mensch mit relativ vielen Albträumen ist das nicht ganz so geil. Ja, ich habe auch jedes Mal ein schlechtes Gewissen im Traum. Was ich sehr gut finde, ehrlich gesagt, dass ich immer noch dieses schlechte Gewissen habe. Aber trotzdem ist es mir sehr unangenehm, weil ich dann mir haften Träume sehr oft längere Zeit an. Also ich habe dann auch längere Zeit noch dieses Gefühl im Hals und in der Lunge, dass ich geraucht habe, obwohl ich gar nicht geraucht habe. Und es ist sehr unangenehm. Und ich glaube nicht, dass das jemals weggehen wird. Bin ich ganz ehrlich. Es kommt immer drauf an, also manchmal sind die Träume häufiger, manchmal sind sie seltener, das ist purer Zufall. In letzter Zeit war es nicht so oft, jetzt habe ich das Themenvideo gedreht, eventuell träume ich es jetzt wieder öfters, ich bin mir nicht sicher. Aber alles in allem stört mich jetzt nicht so sehr. Ich denke, es würde mich wesentlich mehr stören, wenn ich immer noch rauchen würde. Also nicht die Träume, sondern allgemein. Sorry. Ich mir überlege, wie viel Geld ich alleine spare jeden Monat, damit, dass ich nicht rauche, dann bin ich immer noch stolz drauf, dass ich aufgehört habe. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein konventioneller Weg ist, aufzuhören oder nicht. Es war auf jeden Fall mein Weg. Und ich bin froh, dass ich ihn gegangen bin. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich ihn gegangen bin. Und ich bin auch sehr stolz darauf, wie gesagt, nie wieder seitdem schwach geworden zu sein. Mal in Gedanken, aber nicht in der Realität. Und das finde ich sehr gut. Da bin ich sehr, 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 sehr froh drüber, bin ich ganz ehrlich. Und ja. Okay, lass mich kurz nachdenken, ob ich noch irgendwas zu erzählen habe. Aber ich glaube, mir fällt da gar nichts weiter zu ein. Ich habe auf jeden Fall, ich habe keinen Drang zu rauchen, nur weil andere Leute rauchen. Das erstaunlicherweise, das kommt wahrscheinlich von der E-Zigarette, bin ich ganz ehrlich, weil. Da habe ich schon angefangen, also wenn jemand geraucht hat, dann habe ich meine E-Zigarette geholt und dann hatte sich das für mich erledigt. Ich habe zwei, dreimal dran gezogen und das war's. Also da, wenn ich den Rauch rieche, ist es mir sehr unangenehm. Wahrscheinlich hat es was damit zu tun, dass ich den Rauch nicht rieche,
dass ich dann den Drang bekomme, zu rauchen, weil mein Gehirn das positiv assoziiert. Aber wenn jemand in meiner Gegenwart raucht, auch wenn ich an jemanden vorbeilaufe, der raucht, egal, also nicht nur, wenn ich bei Freunden bin oder mit Freunden zusammen bin, sondern auch, wenn ich unterwegs an jemanden vorbeilaufe, der raucht, dann rümpfe ich die Nase und ich finde es sehr, sehr unangenehm. Und ich denke, in meinen Träumen rieche ich das ja nicht, zum Beispiel. Und wenn ich den Film schaue, dann rieche ich das auch nicht. Und ich denke, deswegen habe ich da zu dem Zeitpunkt dann mehr den Drang, einen zu rauchen, als wenn es in der Realität irgendwie so passiert. So. Ich glaube, das war's. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mir mal wieder überhaupt nichts zurechtgelegt oder irgendwie Themenschwerpunkte in den Hinterkopf gelegt, wie ich das jetzt hier strukturieren möchte. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen jetzt noch irgendwas erzählen wollen würde. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal. Ich würde mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, über was ich mal reden könnte. Ansonsten denke ich mir selber was aus, ist auch nicht so schlimm. Ist schon okay. Es gibt auch Themen, über die ich wahrscheinlich dann nicht reden möchte, aber dann würde ich euch sagen, ich möchte das nicht. Ganz einfach. Aber es wäre schön, wenn ihr irgendwie irgendein Thema habt, über das ihr gerne etwas hören würdet. Ich habe vielseitige Interessen. ja, also nicht nur Bücher, wir können auch gerne ein Themenvideo über Bücher machen, habe ich auch kein Problem damit. Da weiß ich immer nicht so richtig, ob ich das möchte oder nicht. Das werden wir dann sehen. Wie gesagt, ich interessiere mich sehr für Filme. Ich interessiere mich auch für Kunst mittlerweile sehr. Ich interessiere mich für Geschichte. Und Kochen. Ich bin Köchin, also auch über solche Themen können wir uns natürlich unterhalten. Und ich glaube, viel mehr Interessen gibt es nicht, über die man ein Video machen könnte. Ich interessiere mich auch für Fotografie, aber da weiß ich nicht, was ich da für ein Video machen sollte. Ich habe eine ganz tolle Kamera von meinem Azubi bekommen. Wir teilen sie uns quasi. Er braucht sie nicht allzu oft, deswegen habe ich sie meistens 90% des Jahres. Und ja, mache auch sehr gerne Fotos, aber da weiß ich jetzt nicht, über was ich da reden soll in dem Video. Deswegen lasse ich es einfach. So, gut. Dann würde ich sagen, ja, beenden wir das Video erstmal an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Oder ich weiß nicht so richtig, ne? Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dann.